So, hier ein kleines Video für alle, die dasselbe Problem haben wie wir. Wir haben im Mai zwei neue Velux-Fenster bekommen. Die wurden bei uns in der Dachschräge eingebaut. Und die sind mit einer Fernbedienung zum Fenster auf- und zumachen. Und die Fernbedienungen sollten vom Werk aus gekoppelt sein mit den Fenstern. Das waren sie aber nicht. Und ich wollte euch jetzt in diesem Video einmal kurz zeigen, wie man die Fernbedienung wieder koppelt. Der erste Schritt ist, dass man das Fenster mit Strom versorgt. Ein Schuko-Stecker ist da dran. Unsere Elektrikerin wird das irgendwann mal etwas anders machen. So. So, wenn dann der Stecker drin ist, öffnet man das Fenster zur Hälfte. Wir benötigen für den nächsten Schritt den Schalter und ein Spezialwerkzeug für euch in Form einer aufgebogenen Büroklammer. Sieht man oben im Fenster in der Mitte jetzt auf dem Bild einen kleinen grauen Pin. Da drückt man mit dem Spezialwerkzeug für 10 Sekunden rein. Dann bewegt sich der Stellmotor ein paar Mal hin und her. Wenn der damit fertig ist, hat man ungefähr 10 Minuten Zeit, die Fernbedienung wieder mit dem Fenster neu zu koppeln. Der erste Schritt ist, man verschließt das Dachfenster. Wichtig ist, dass es auch verriegelt ist. Der nächste Schritt ist, wir schauen uns die Fernbedienung von unten an. Da hat man zwei Löcher, eine mit einem Stern und eine mit zwei Vierecken. Da, wo die zwei Vierecke sind, das ist die Kopplungsdachliste. Da nehmen wir wieder unser super tolles Spezialwerkzeug und drückt da ungefähr für eine Sekunde drauf. Das reicht schon. Und jetzt sollte es funktionieren. Und siehe da, es funktioniert. Saugt ein bisschen, ein bisschen langsam das Fenster, aber es funktioniert. Und wenn man wieder unten auf die Taste drückt, geht das Fenster wieder zu. Ich hoffe, euch konnte dieser kleine Quick-Tipp etwas helfen. Wir haben ziemlich lange gesucht, weil es in der Bedienungsanleitung des Fensters nicht beschrieben war. Man musste also ein bisschen rumgoogeln, sich ein paar YouTube-Videos angucken, aber irgendwie so richtig haben wir die Lösung nicht gefunden. Und nach einer Stunde Warteschleife bei Velux habe ich es jetzt hinbekommen, ohne dass der Servicetechniker rausgekommen musste. So, jetzt verriegelt sogar wie zum Zauber und alles. Und das war's. Ich hoffe, euch konnte der kleine Tipp helfen. Danke fürs Zuschauen.